Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier zurück zu Black Arts im DSA-Universum. Wir befinden uns hier im ewigen Tal, genau genommen bei den 13 Prüfungen des Namenlosen. Und wir zerschlagen jetzt hier bei dieser Hesinde-Prüfung die letzte, ja, den letzten Kristall. Mal gucken, was passiert. Nach wie vor habe ich keine Ahnung, welche der Missionen, die wir bisher so gemacht haben, wie wir sie machen, im Sinne der Götter waren und welche nicht. Also bei manchen bin ich mir nicht sicher. Ich bin mal gespannt, ob das irgendeine Auswirkung haben wird. Nach wie vor fehlt mir immer noch die Raja-Prüfung. Aha. Auf Raja sind sie jetzt gar nicht eingegangen. Wir schlafen noch mal eine Runde. Gehen da hin, können uns heilen lassen, dass die Wunde weg ist. Ja. Wir brauchen Heilung. Alle. Ende. Fertig. Und dann die Halle des Propheten. Und? Dann war wohl die Raja-Prüfung schon dabei. Seht euch das an. Was geschieht hier? Was machen Sie aus all den Gefangenen? Propheten. Aurelia. Warum? Okay, es kommt zum Kampf, wie zu erwarten war. Ich frage mich gerade eben nur, warum Aurelia da jetzt drin ist. Da sind diese hässlichen Schnecken, Schnecke. Die hat ein Argardianum aktiv. Und wird höchstwahrscheinlich gleich fürchterliche Dinge auf uns herabregnen lassen. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, uns zu überlegen, wie wir da jetzt quasi sinnvoll vorgehen. Ich glaube, wir sollten uns aufteilen, um einen AOE zu vermeiden. Deswegen gehen jetzt erstmal alle vor, die vorgehen können. So, an der Stelle... Jetzt klapp ein einziges Mal. Es ist unfassbar. Zu dumm. Tja, du bist zu dumm. Ich muss es mal so deutlich sagen. Du hast bisher den Acceleratus noch nie hingekriegt, seitdem wir hier sind. Unglaublich. Okay. Immerhin konnten wir da schon mal quasi ein bisschen Schaden machen. Die Viecher haben ja auch nicht besonders viele Lebenspunkte. 15. Die sind eigentlich One-Hits. Dafür ist der hier ordentlich. Der Achatz-Prophet. Ja, einen haben wir jetzt hier schon mal quasi weg, wie ihr seht. Aha, einen großen Hexengalle, oder wie das heißt, oder Hex... Todesstoß. Aha, ein bisschen zu wenig. Das hat gereicht, die Viecher haben anscheinend einen ordentlichen Rüstschutz. Gut, der hat nur noch 6 Hitpoints. Ist aber nicht so, dass wir das nicht wegkriegen könnten. Oh, wobei, guckt euch das mal an, die sind beide ordentlich angeschlagen. Ja, ich wollte gerade sagen, mit etwas Glück gehen beide drauf. So, dann gehen wir mit Torgal mal dahin. Oh Gott, das Zeug macht Schaden. Das ist ja gemein. Ach, da kommen noch mehr von denen. Boah. Was ist denn das? Was hat denn der jetzt abgegeben? Einfach nur 5 bis 10 Punkte gewöhnlicher Schaden. Mehr Informationen bekommen wir nicht, warum Torgal jetzt Schaden bekommt. Er bekommt ihn halt. Gut. Das hätten wir vorher wissen sollen. Wussten wir halt nicht. Und der versteckt sich da hinten. Na ja, gut, das ist mir jetzt egal. Wir binden ihn jetzt einfach im Nahkampf, weil mehr können wir nicht machen. So, jetzt sind wir... Na. Jetzt sind wir neben ihm. Gut, Torgal, kannst du ihn angreifen? Ach Gott, der ist schwer anzugreifen, wie wir gerade sehen. Das breitet sich ja immer weiter aus. Guckt euch das mal an. Igidi, 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 geht. Vielleicht hätte ich die einfach
sein lassen sollen. Boah, wie viele kommen denn da noch? Vor allem bevor er dran ist. Was? Wie eine Frau. Sehr grotesk. Boah, ey, hör auf auszuweichen, du nervst. Und irgendwie habe ich die Kontrolle über meinen Magier verloren. Der tut nicht mehr, was ich will. Was ist mit dem Boden los? Bodenlose Unverschämtheit. Na also. Tja, die machen jetzt irgendwie sober an alle. Oh, wie niederträchtig. So, Moment. 60% Trefferchance. Jawohl! Tja, unser Magier liegt. Ach. Was ist eigentlich mit Takate? Warum steht der nicht mehr auf? Was ist denn das für ein Schleim hier am Boden? 5 bis 10 Punkte gewöhnlicher Schaden. Also ich glaube, Takate steht auch nicht mehr auf. Ganz, ganz komischer Kampf hier. Ach, und der kann einfach weglaufen und bekommt kein... Hä? Was passiert hier? Ich verstehe gerade überhaupt nichts. Bleiben einfach liegen, ne? Die stehen nicht mehr auf. Einmal quasi angerotzt, bleiben die liegen. So, wir sehen es ja gleich, er ist gleich wieder dran, aber er wird nicht aufstehen. Seht ihr, er wird einfach übersprungen. Gift. Ist doch garantiert ein Bug. Wir treffen immer schlechter. Natürlich auch großartig. Mit jedem Schritt, den wir machen, bekommen wir fett Schaden. Tja, aber wir können nichts machen. Wir haben nur noch Torgal. Wir müssen hoffen, dass wir den jetzt hier down kriegen. Er hat auch leider keine Heiltränke mehr. Gift. Na also! Oh, Passierschlag getroffen. Das schaffen wir natürlich nie. So, wir können nur mit der Finte arbeiten. Verdammt. Und das schaffen wir es natürlich wieder nicht. Gift. 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 Wir haben begriffen, dass du vergiftet bist, Akate. Danke. Oh nein, jetzt wird er noch schwerer zu treffen sein. Oh je, Mini. Ah, wobei, nee, ist er gar nicht. Ich glaube, noch schlechter geht einfach nicht. Na also. Oh Gott, das wird so knapp. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber es wird so knapp. Wobei natürlich davon noch davon auszugehen ist, dass wir die auch noch töten müssen. Ich hoffe einfach, es reicht, wenn wir ihn hier töten. Das nächste Mal werden wir kein einziges von diesen Viechern töten. Zumindest nicht, wenn ich es verhindern kann. Gift. Okay, der Kampf ist verloren. Der ist sowas von verloren. Ich glaube, wir werden gleich laden können. Tja, ich hätte ja jetzt gejubelt, wenn er jetzt getroffen hätte. Ja, war ein Verzweiflungsschlag gerade eben mit dem Hammerschlag. Ich bin vergiftet. Ach echt? Und das ist dein einziges Problem? Ach Gottchen. Ja, der Kampf ist vorbei. Wir laden.
Und dieses Mal werden wir versuchen, die Schnecken zu ignorieren. So, na los, lad schon. Seht euch das an. Was geschieht hier? Was machen sie aus all den Gefangenen? Propheten. Aurelia. Genau, und das hatten wir ja schon. Aber ich kann es nicht abbrechen. Ach ja, wir bekommen jetzt hier natürlich erstmal den Debuff of All Evil and Doom. Ist hier irgendetwas, was wir eventuell interagieren können? Gibt es nix. Der hat... Ah, dieses Mal hat er den Zauber noch gar nicht angeschmissen. Wir rennen jetzt erstmal da hoch und werden versuchen, diese Schnecken einfach zu ignorieren. Moment, wie weit kommen die denn? So weit und so weit. Das heißt, wir können... Ja, wir können tatsächlich erstmal dahin laufen. Und sie dann einfach... Also der Plan ist, sie einfach großräumig zu umlaufen, kommen zu lassen und dann zu umlaufen. Torgal, du wartest mal ganz, ganz kurz, weil ich möchte, dass Zobran auf dich endlich mal einen Accelerator spricht, der auch funktioniert. Und nicht schon wieder so ein Versager-Acceleratus. Ich wette, es ist ein Versager-Acceleratus. 40% Chance. Du machst doch Witze. Warum? Aber den schafft er. Den 40%igen schafft er. Ich krieg zu viel. Dinge, die ich nicht verstehe. Wie zum Beispiel die Quantenphysik. Oder das hier. Also diese Viecher sind irgendwie nervig. Allein schon ihre Bewegungsart nervt mich. Kriech, Kriech, Schleim, Schleim. Ach, das breitet sich ja trotzdem schon aus. Guckt euch den Scheiß mal an. So. Aha, ich komme aber trotzdem nicht an ihn ran. Warum? Ach, das ist die zusätzliche Aktion, nehme ich mal an. Jetzt gehen wir mal dahin, dass er auf gar keinen Fall entkommen kann. So. In die richtige Richtung abdrängen, sozusagen, ist der Plan. Takate, renn mal dahin. Und Naurim rennt hier einfach mal quer durch. Hat also gar nichts mit diesen Schnecklein zu tun. Das breitet sich ohnehin hier schon aus. Wir müssen ihn jetzt einfach hier festsetzen und so schnell wie möglich töten. So die Theorie, aber alle Theorie ist grau. Also mit jeder Aktion... Ach, die machen das auch... Das geht schon von denen aus, aber die machen das auch schon, wenn sie leben. Gift. Oder so sieht es zumindest jetzt für mich aus. So, geh mal dahin. Und tu ihm weh. Na also! So will ich das sehen. Kannst du ihn auch irgendwie acceleratisieren? Ja. Das wäre auch zu optimistisch gewesen, zugegebenermaßen. Na, also nochmal eine reingewirkt. Jawoll! Oh Gott, und damit ist Torgal aus dem Kampf. Ist ja super. Sehr gut. Gehen wir mal dahin. Die Frage ist, ob ich ihn wieder aufstellen kann. Aber wenn... Ja, wie? Er liegt jetzt in dieser Suppe. Oder was auch immer das ist. So. Breitet sich so schnell aus. Aber der ist auch schon fast tot. Die Frage ist jetzt für mich einfach nur,
Kann ich jetzt zaubertechnisch noch irgendetwas machen? Er verhaut den Zauber. Es ist nicht zu fassen. Aber das Vieh hat nur noch 10 Hitpoints. Und weicht natürlich aus. Jawohl! Punktlandung! Wir haben es geschafft! Aurelia! Was? Sag, dass du noch du selbst bist. Mir ist nur schwindelig. Du wirst dich besser fühlen, wenn alles vorbei ist. Kommt! Bringen wir den alten Mann endlich zur Strecke. Ja, bitte, endlich. Nochmal 200 AP. Gut, 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 gut. Mal schauen, was jetzt kommt. Das ist dann wohl das Finale. Wir schlafen nochmal eine Runde drüber und rüsten unsere Helden nochmal neu auf. Aus, meine ich. Oh, und eine Sache will ich noch testen. Das ist sozusagen jetzt der Reality-Check, den ich gleich machen werde. Wie realistisch ist dieses Spiel? Denn eigentlich, nachdem wir uns jetzt gerade eben ja mehr oder weniger als Diener, also nicht des Diener des Namenlosen, geoutet haben, dürfte uns ja jetzt der hier nichts mehr verkaufen. Tja, das scheint dem völlig egal zu sein. Okay. An der Stelle fehlt das Spiel ein bisschen. Ach ja, einfach alle Heiltränke her. Mehr Geld. Das Geld brauchen wir für nichts mehr in diesem Spielchen. So, Moment. Dann bekommt nämlich Takate nochmal ein paar Tränkelein. Wo haben wir sie denn? Ich dachte, ich hätte gerade eben Heiltränke gekauft. Was habt ihr an... Hallo, Heilt... Ach. Habe ich gerade eben welche verkauft? Ich habe sie verkauft. Ich bin so doof. Ach ja. Es ist so eine ganz, ganz tolle Heldentat gerade eben gewesen. Schnitter weg. Streitaxt weg. Gut. Gut, 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 gut. Also nicht gut, aber jetzt zumindest nicht mehr katastrophal. Alles klar, ich würde mal sagen, wir speichern gerade eben mal an der Stelle. So, und machen einfach, ich behaupte jetzt einfach mal, Finale. Ihr seht schon, Finale 2, bald Finale und so weiter und so fort. Also ich habe da, ich war da schon sehr, sehr lange, sehr, sehr optimistisch. Wir gehen da jetzt rein und mal schauen, ob das jetzt hier eine lange Folge wird. Sozusagen die Finalfolge, die kann dann auch eventuell 40 Minuten dauern, das werden wir sehen. Oder ob ich gleich abbreche, das entscheide ich nach Situation. Ich hätte eigentlich noch XP ausgeben können. Egal. Yes. Er ist blind? Er hat seine Augen geopfert. Nicht nur die Augen. Urias! Ich kenne diese Stimme. Super. Ich kenne dich. Warum bist du gekommen? Offene Rechnung, das Flüstern aufhalten. Wir waren gerade... Wir waren gerade in der Nähe. Wir waren gerade in der Nähe. Wir sind cool. Wir waren gerade in der Nähe. Ah, immer noch witzig. Ja? Du hast nie auch nur das Geringste verstanden. Nö. Aber tröste dich. Du teilst diese Dummheit mit dem Rest der Menschheit. Na und? Ah. Ah. Am Himmel verspottet uns Praios Sonne. Menschen unterwerfen Menschen. Unkraut überwuchert alles. Und die Götter schweigen. Sieh in die Zukunft, Kind. Alles, was ich tue, ist zum Wohle des Geleges. Für die Nachkommen. Zum Wohle aller, die uns folgen. Während wir in den Schatten verschwinden. Du musst Vertrauen haben. Der hat sich die Nase abgeschnitten, die Augen rausgeschnitten und höchstwahrscheinlich auch die Ohren. Die Zukunft. Ihr habt auf den Dreckshaufen nur noch mehr Dreck gehäuft. Chaos, das sich umkehren wird. Sobald alle seine Wurzeln ausgerissen sind.
wie ein Fieber, das den Körper reinigt. In dieser Welt werden wahrhaft gute Taten nur im Geheimen vollbracht. Was sagt das über die Welt? Der Weg zum Glück ist niemals einfach. Du musst vertrauen, Kind. Das behauptet die Regierung auch immer. Und was am Ende dabei rauskommt, sehen wir ja, ne? Nein, ich vertraue Urias nicht. Warum reden wir überhaupt mit ihm? Ja, warum reden? Warum vergießt ihr nicht einfach mein Blut? Das ist so einfach. So schön einfach. Und nu? Okay, Kuhle und Gedöns ist da. Hier sind überall arkane Wände. Wir müssen irgendwie an ihn ran. Aber natürlich gibt es hier auch Gevieche. Ich wette, das steht ständig wieder auf, wenn wir gegen es kämpfen. Auf jeden Fall, wir müssen trotzdem in seine Richtung. Ein Lebenspunkt noch. Ich fühle mich sowas von veräppelt. So, geh mal dahin, kleiner Zwerg. Und schmiede den mal weg. Wer ist der Nächste? Gut. Also ich, ganz im Ernst, jemand, der mit Untoten zusammenarbeitet, kann kein schlechter Mensch sein. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob man dem vertrauen sollte. Oh, ist das ein cooles Skelett. Guck mal, das Skelett hat eine Augenklappe. Das ist ein Piratenskelett. Untote und Piraten in Personalunion. Yippie, yeah, yeah. So, du gehst jetzt mal dahin und sorgst mal dafür, dass du nicht stirbst. Das wäre mir sehr recht. So. Ähnliches müssen wir mit dir gleich tun, aber wir arbeiten uns jetzt mit Torgal an ihn hier heran. So, du gehst jetzt mal hier aus dem Wege und machst auch auf dich dasselbe. Wir Schwachen erstmal schützen. Gift! Ach, das blockt hier die ganze Zeit, weil das eine magische Wand ist. Jetzt verstehe ich das endlich. Wo ist denn das, der Zombie? Da ist der Zombie. Okay. So, dann gehst du jetzt da hin und machst den hier erstmal weg. Du warst so schwach. Ja, deswegen ist es auch schon das zweite Mal gestorben. Gut. Urias, komm mal her, du, mein Freund und Kupferstecher. Der hat mit dem Stab schon eine ordentliche Schwungkraft. Gift. Wie viele Lebenspunkte hat er nicht, Urias? Das sehen wir überhaupt nicht. Interessant. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt gleich zwei Nahkämpfer an ihm dran haben. Und wir müssen alle so nach und nach in diese Richtung kommen. Wobei das hier jetzt schon ein riesiger, gordischer Knoten ist. So, Torgal ist gleich dran. Das heißt, wir könnten theoretisch... Was können wir da eigentlich machen? Was bringt das hier nochmal? Ausweichenwert erhöht sich. Nee, das bringt ja rein gar nichts. Wir machen einen Sensataco. Ach, nur 34%? Warum ist hier alles so viel schwerer? Ich fühle mich verraten und verkauft. Niederwerfen? Nein. Wobei, doch, das versuchen wir mal. Huch! Okay, das ist interessant. Der geht jedes Mal woanders hin, wenn man ihm Schaden zufügt, so wie es aussieht. Dann ändern sich anscheinend die Spielregeln. Gift! Huch! Acceleratus auf die ganzen Untoten. Finde ich nicht gut. Ein bisschen Schaden hat er schon gefressen. Oh Gott, ich glaube, der Kampf wird deutlich unangenehmer. Ich wollte gerade schon sagen angenehmer. Er wird deutlich unangenehmer, als ich ursprünglich erwartet habe. Ich glaube, wir sollten gucken, dass wir alle rauskommen. Weil über kurz oder lang
wird der nämlich ansonsten uns hier ordentlich Probleme bereiten. Weil er hier wahrscheinlich alles zumacht. Ich hoffe, dass dann die Untoten eingesperrt sind. Ach, jetzt ist Naurim dran, alles klar. Ich habe es gerade eben ein bisschen verrafft. So, dann ist jetzt Zoberan hier. Renn. Nicht hier bleiben. Torgal ist jetzt dran. Ich würde mal sagen, Torgal lassen wir in die Richtung laufen. Falls er sich nachher da oben hinbeamt. So, Aurelia, geh mal da hin. Und mach mal einen Acceleratus auf dich selbst. Gift! Das, okay, das ist wieder abgeprallt an den Wänden. Die Wände sind zurzeit tatsächlich noch so ein bisschen unsere Freunde. Gut. Das Wichtigste ist, dass sie tatsächlich gerade eben nicht wirklich getroffen werden. Okidoki. Dann ist jetzt wieder zu. Takate dran. Okay, Takate, dann laufen wir da runter. Es sind so viele Gegner, die hier dran sind. Da muss man erstmal die Übersicht bewahren. So, jetzt ist Zoberan wieder dran. Geht dahin. Kann auf Takate einen Acceleratus sprechen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ach, er sieht ihn nicht. Großartig. Dann können wir jetzt mal was gegen das Gift machen, das wir die ganze Zeit alle hier haben. Lass das, ich brauche das nicht. Das war auch nicht alleine für dich bestimmt, du kleiner Undankbarer. So, Torgal ist dann schon mal hier. Haha, ich wusste es! Die Frage ist, warum jetzt plötzlich alleine da oben ist, übersteigt meinen Verstand. Aber vielleicht sollte ich jetzt doch mal anfangen, gegen diese Biester da drin zu kämpfen. Ich glaube nämlich, ansonsten machen die mir nämlich auf Dauer immer mehr Probleme. Auf der anderen Seite, er hat ja, wenn ich da oben jetzt zuschlage mit Torgal gleich, hat er nur noch hier unten diese Zone zum Kämpfen. Na komm, hauen wir den hier mal weg. So, der Zwerg, der verzögert. Du gehst hier hin. Und heilst dich selbst. Die Wunde ignorieren wir jetzt gerade eben mal ganz, ganz kurz. Ich hätte es jetzt mitnehmen können, aber was soll's. So, Moment. Genau. So. Wenn die schon so brav an Ort und Stelle stehen, dann sollen sie auch was davon haben. Na also. Wo ist er jetzt wieder? Jetzt ist er wieder hier. Gerade so außer Reichweite von unserem Zwerg. Schade. Da können wir jetzt nichts mehr machen, aber der ist ja auch relativ bald wieder da. Oh, das ist unfair. Der cheated. Boah, beeil dich. Trotz Acceleratus so langsam. Gott, die haben ihre Zauber wieder verloren. Oh, wie niederträchtig. Jetzt ist Takate dran. Der hat noch 11. Komm, jetzt mach den weg. Na also, 50% Chance, aber erfolgreich. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mit ihm dahin. Dann beam
nimmt er sich hoffentlich noch nicht weg. So, du hast jetzt nur noch wenig Möglichkeiten. Deswegen trinkst du jetzt mal was. Torgal rennt da runter. So, du. Das sind schon ein paar Angeschlagene dabei, die man theoretisch mit dem gezielten AE wegmachen könnte. Aber wir haben gerade eben nichts dergleichen. Ach ja, dann mach doch mal wieder auf dich selber einen ordentlichen Accelerator. Duplikatus! Gift. Ah, der hat einen eigenen erledigt. Das find ich gut. Na? Immerhin ist der Accelerator jetzt weg. Bei den Viechern. Es sind zwar immer noch viele, aber es sind Gott sei Dank keine überstarken Gegner. Also da ist jetzt nichts dabei, also da gibt es andere, wo ich da quasi schlottern würde. Boah, Takat hat aber auch schon ordentlich Wunden. Ist nicht irgendjemand, den wir wegmachen könnten, relativ kostengünstig? Vielleicht den hier? Ach, und der weicht aus. Ach, jetzt läuft er uns hier in den Weg. Na komm schon, treff ihn und tu ihm weh. Sehr gut. 11 hat er bekommen. Das ist gut, das heißt, in der nächsten Runde können wir da theoretisch angreifen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Wunden weg bei Leuten. Takate sollte auf jeden Fall mal Wunden verlieren. Freut sich natürlich auch über die Lebenspunkte. So, du gehst mal dahin. Und machst bei dir selber jetzt auch mal die Wunde weg. Oder die Wunden. So, dann gehen wir mit Torgal jetzt nochmal einen Schritt vor, dass er nicht zu nah an ihm ist, aber auf jeden Fall nächste Runde angreifen kann. Was auch immer das gerade eben sollte. Eieieiei. Boah, lass das doch mal sein, ey. Ihr komischen Skelette, Zombies, Ghoul, irgendwas, Gedönsel. Sehr gut. Weniger gut. Wir hatten da gerade eben gefressen von den Gegnern. Der da, der Skeletterich, hat gefressen. Dann soll der auch weg. Läuft ein Zombie, greift unseren Naurim an. Ich habe immer noch das Gefühl, das sind einfach so wahnsinnig viele. Aber ich will die jetzt weghaben. Sehr gut. Naurim ist ein extremer Spezialist im Töten von Zombies, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? So. Finte. So, jetzt ist er wieder hier. Damit ist jetzt hier auch die Türe offen. Nix wie raus. Dann kannst du jetzt sie heilen. Was, die hat nur 18 Hitpoints maximal. Das kommt mir aber wenig vor. So, Moment. Und jetzt kannst du vielleicht mal was Cooles machen. Dafür solltest du einen Schritt auf die Seite tun. So. Mal so ein bisschen jetzt hier mal die Hack... Oh Gott, oh Gott. Egal, bestimme die Hackordnung. Okay, sie schafft's nicht. Huch. Es ist ja alles weg. Hä? Was versprichst du dir von dieser Torheit? Selbst wenn ihr mich überwindet, um das Bannwort zu sprechen, musst du in das Herz des Flüsterns eindringen. Hinab. In den Spalt. Und dort gibt es kein Überleben. Dann soll es so sein. Wenn das der Preis ist, dann soll es so sein.
Ernsthaft? So geht der Kampf los, dem unsere zwei Zauberer erstmal... Also sorry, das ist doch einfach mal wieder nur lächerlich. Also sorry, das ist mal wieder so ein richtig geil fehldesignter Endkampf. Ach, sie können wir jetzt schon gar nicht mehr. Sie ist tot. Boah, ich krieg's Kotzen. Ich krieg's kalte Kotzen. Entschuldigung, aber das ist einfach... Ich weiß jetzt nicht mal, ob das gescriptet ist, dass sie deswegen jetzt stirbt oder nicht. Ich warte jetzt erstmal, ob die Viecher rankommen. Ja, sie tun es. 115 Lebenspunkte. Golems. Er ist momentan nicht angreifbar. Moment, ich glaube, wir müssen die Teile da hinten zerstören. Du gehst auf jeden Fall jetzt erstmal hinter einem von denen in Deckung. Und pfeifst dir jetzt erstmal was rein. So, Torgal, du gehst auf Reise und zerstörst diese Kristalle. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, der liegt schon wieder im Dreck. Der hat nur noch 17 Hitpoints maximal. Ist ja auch unspaßig. Aurim hat das weggesteckt. Da kommt auf jeden Fall keiner von denen durch. Das ist gut. Das heißt, wir können hier angreifen. Sehr gut. So, macht jetzt mal selber diese verdammten Wunden weg, in der Hoffnung, dass dadurch auch deine Lebenspunkte wieder höher sind. Nö. Gift. Irgendwas mit dem Gift zu tun haben. Ah, okay, und der hat gerade eben seinen eigenen erledigt. Vielleicht geht's ja jetzt wieder. Ah, jetzt steigen die Maximallebenspunkte wieder. Das war ja gerade eben ein schönes Schlamassel. Aha. Der weicht also aus. Naja, dann hauen wir das halt erstmal weg. Keine Ahnung, was es jetzt bewirkt hat. Absolut keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir einen der beiden Golems weg. Boah. Schon wieder liegt er im Dreck, aber er ist immerhin jetzt diesmal noch nicht gleich tot. So, Torgal, renn mal weiter. Da gibt es noch mehr auseinanderzunehmen. Oh oh. Boah, ich habe jetzt schon befürchtet, dass der deswegen jetzt down geht. Wir pfeifen uns deswegen jetzt einen richtig guten Heiltrank rein. Ja, das darfst du gerne so weitermachen. Zielen lernen, mein Freund, zielen lernen. So, Golem Nummer 1 ist beendet. Gespannt, was passiert, wenn ich da drauf haue gleich. Ich gehe natürlich dahin, um den Weg so kurz zum nächsten zu machen. Gut. So, du heilst jetzt erstmal dich selber. Viel wichtiger als alles andere. Denn du kannst ja schließlich noch nachwerfen, also Astraltränke. Gut. Nächste Golem. Ach ja, und wieder liegt einer im Dreck. Another one bites the dust. Naja, nicht ganz. Das würde ja bedeuten, er wäre tot, aber er liegt einfach nur da und er kostet schon mal den Staub vor. Um zu gucken, ob er ihm schmeckt. Ich glaube nicht. Sehr gut.
Und jetzt Naurim, komm, hau das Vieh in die Pampa. Hey, Angriff! So. Zwerge und Golems vertragen sich gegenseitig nicht. Eieieiei. Kaputt machen! So, Takate. Renn doch schon mal dahin und mach den anderen kaputt. Dann kann Torgal dahin gehen und dann geht nämlich Naurim schon mal in die Mitte. Für mehr Spaß! Sobald er rein kann. Was war denn das jetzt schon wieder? Also manchmal verstehe ich diesen Zauberer nicht. Aber das wird die längste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Na also. Du wartest jetzt noch ganz kurz. Du heilst dich mal wieder selbst. Ich wollte eigentlich schon längst mal Takate heilen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Am laufenden Band muss man den ja, muss er sich selber heilen. Und jetzt ist es endlich offen. Egal, das hier wird auch noch weggeschlagen. So, Takate, zurück. Ist geheilt, sobald es geht. Gib mir einen Moment, mein Junge. Hey! Ich muss zu Atem kommen. Ich bin ein alter Mann. Einen Moment nur. Hast du noch so viel Ehre? Nein. Also, sorry. Ehre, namenlos. Du hast mir vorhin was erzählt von wegen... Ehre? Ich bin ein Mörder. Wisst ihr nicht mehr? Ah, sehr gut. Er hat Schaden gekriegt. Aber warum darf er jetzt gleich nochmal? Ach, spontan entstehen aus dem Nichts Echsenmenschen. Man fasst es nicht. Und die dürfen natürlich alle zuerst. Versuchen wir mal mit dem Niederwerfen. Ah, das klappt natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, heilen. Es kommen immer mehr. Ja, fällt mir auch auf. Marus, wo kommen die denn alle plötzlich her, ey? Immerhin hat er seinen Kollegen getroffen. Ach, je, Mine, jetzt ist garantiert gleich Takate im Dreck. Warum hat Takate gerade eben keinen Passierschlag gemacht? Verstehe ich nicht ganz. So, Takate. Das Problem ist, dass der garantiert gleich einen Passierschlag macht. Deswegen laufe ich lieber so. Und warte hier jetzt ganz kurz. Oh Gott, der Zwerg ist schon wieder halb tot. Ich wechsle mal auf den Schild. Und trink nochmal was. Weil ich glaube, es ist gerade eben wichtiger, dass er das jetzt noch ein bisschen länger durchsteht. So. Jetzt ist Takate dran. Und geht schon mal hier hin. Okay, das waren nur zwei. Damit kommen wir klar. Blocken. Ja, der wird jetzt werfen. Huch, was macht denn der? Standhaft Katzen gleich für alle. Aha. Also Ausweichenwert um 12 Millionen Punkte erhöht. Ach Gottchen. Der Kampf hier gerät zu einer Farce. So, alle Lebenspunkte wiederherstellen. Takate jetzt auch gleich dran.
waren nur 7, aber was soll's. Naurim, komm, Wuchtschlag. Bei Angriff. Auch nur 7. Kann man nur 7 bei dem machen, oder was soll mir das hier sagen gerade eben? So, egal. Jetzt heilen wir Torgal eine Runde. Obwohl er selber auch was brauchen könnte, aber das ist mir gerade egal. Ich will den jetzt einfach besiegen! Er hat sich selber getroffen. Auch recht. So, was machst du jetzt schon wieder? Irgendwie was rumzaubern? Ach, ein Blitz, ich finde. Okay. Ist nicht unbedingt gut, aber okay. So. 55% Trefferchance, naja. Aber er trifft. Naurim ist wieder dran. Einfach nur treffen. Ist die Devise. Und die Frage ist jetzt, ob Torgal ihn treffen kann. Jawohl. Er hat echt nicht mehr viel. Vielleicht können wir es jetzt beenden. Daumen drücken. Nicht ganz. Okay, es hat nicht ganz gereicht. Er hat sich selbst gerichtet. Irgendwelche letzten Worte, Graf? Ja. Ich hatte recht. Der Hund ist tot. Und was jetzt? Du weißt, was er gesagt hat? In diesem Spalt wartet der Tod. Ich weiß, was er gesagt hat. Tja, er wird's tun müssen. Das Ende. Wo sind wir hier? Autobohrungsräder? Also Bohrungsräder sind sowas ähnliches wie Kreuze am Friedhof, ne? Also dass keine das Geheimnisse mehr. Keine das, Geheimnisse mehr. Das, was wir es im Hintergrund gerade sehen, wollte ich sagen. Plötzlich sagen die was. In jener schwülen, drückenden Jahreszeit, die die Mengbilaner Basilistentage nennen, erhoben sich über 100 falsche Propheten und überzogen das Land mit Chaos. Aufstände wüteten, Adlige und Geweihte wurden erschlagen, Misstrauen und Angst legten sich wie Mehltau über das Land. Also Schimmel. Mit der Austreibung des namenlosen Flüsterns verwelkten die Propheten wie Blätter und so plötzlich, wie er entstanden war, löste sich der große Aufstand in Luft auf. Die Gefährten kehrten nach Mengbila zurück. Keine Lieder wurden über sie gesungen. Kein Dank oder Lob erwarteten sie. Und weiter dampften die Öfen der Giftmischer. Die Sklavenjäger machen sich wieder auf die Jagd. Vielleicht wird es sich niemals ändern. Denn dies ist der wilde Süden und seine Bewohner bleiben Schurken. Und das ist der Abspann. Creative Lead, Markin Wilkes und Florian Pett. Carsten Fichtelmann, den kennen wir doch. Steffen Boos, bla bla bla, Florian Pett. Florian Pett kommt da häufiger vor, wie ich gerade eben sehe. Tillmann Schanen, Christian Kovac, Michael Kluge, den kenne ich auch irgendwoher. Michael Teske und so weiter und so fort. Elke Mosler, eine Frau mal.
Flo Eberle, Hendrik Lenz und so weiter und so fort. Jede Menge Leute, die an dem Spiel mitgewirkt haben. So, an der Stelle kann ich ja jetzt mal ein paar Worte über das Spiel verlieren. Also, nach wie vor finde ich, dass die Story des Spiels einfach nur genial ist. Die meisten Rollenspiele und generell sehr, sehr viele Spiele könnten sich da eine Scheibe von abschneiden. Aber, jetzt kommt das große Aber. Also, das Spiel bleibt für mich nach wie vor wirklich gut. Zum Fantastisch reicht es definitiv nicht. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich einfach nur unterirdisch finde, die aber von der Storyline wieder gerettet werden. Zum Beispiel das Wiederverwerten von Bossen, wie zum Beispiel die Illibar-Lilie, die einfach nur... Entschuldigung, beim ersten Mal einfach nur daneben war. Moment, muss ich mal husten. Wie gesagt, die Illibar-Lilie, dass sie dreimal gebracht wird, für mich absolut nicht nachvollziehbar. Unglaublich schlechte Spielentscheidung, meiner Meinung nach. Aber, wie gesagt, die Storyline rettet das. Was ich auch schade finde, ist, dass viele Animationen sehr, sehr spärlich gemacht sind. Das hat teilweise ein Niveau von Spielen, die ich noch aus den 90er Jahren kenne. Da hätte man durchaus vielleicht auch noch ein bisschen was machen können. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass man merkt, als ob da wirklich aktiv an Geld gespart werden sollte. Was ich persönlich einfach schade finde in Anbetracht der Story, die man quasi bedient, das senkt manchmal so ein bisschen das Feeling, wie gerade eben zum Schluss, wie die Helden einfach nur dastanden und ich mich fragte, ja und kommt da noch irgendwas? Und auf einmal sagt der Naurim was, keine Geheimnisse mehr und sie sagt keine Geheimnisse als die Aurelia. Und du weißt halt einfach nicht so, ach so, das war jetzt alles, über Thorgal wird kein Wort mehr verloren, der hat sich anscheinend wirklich geopfert, ist also tot. Was aus meiner Sicht absolut okay ist, denn das ist nun mal das Los großer Helden, sie opfern sich für die Gesamtheit. Ein Held wirst du nicht dadurch, indem du viele Feinde tötest, ein Held wirst du dadurch, indem du am Ende selber stirbst. Das macht Helden aus, und zwar indem du dich opferst für die anderen. Das ist ein Held. Und ja, also wie gesagt, das sind für mich diese zwei Wermutstropfen. Einfach so ein bisschen die Präsentation des Spiels und die Wiederverwertung von manchen Bossen. Und na, ein drittes muss ich noch sagen. Ja, fällt mir gerade eben wieder ein. Manche Kämpfe sind einfach nur unfair, die einfach nur glücksabhängig sind. Wir hatten es gerade eben am Schluss auch. Durch Initiativeabhängigkeit, durch bestimmte Fähigkeiten, die in der falschen Reihenfolge drankommen, können manche Kämpfe automatisch verloren sein und müssen geladen werden, weil der Boss die falsche Fähigkeit zur falschen Zeit anwendet oder einfach vorher dran ist und man quasi sozusagen dann auf den falschen Fuß erwischt wird. Das ist auch eine Sache, die ich einfach nur ärgerlich finde, aber ich habe gehört, dass es bei Blackguards 2 anders sein soll, also dass sie da auf diese Sache eingegangen sind. Und höchstwahrscheinlich hat es deswegen auch eine bessere Wertung bekommen. Ich habe Blackguards 2 nicht, oder besser gesagt noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir holen werde. Früher oder später sicherlich, wenn es vielleicht mal im Angebot ist. Aber, interessante Musikänderung. Aber ich habe erstmal noch hier einige andere Spiele zu spielen, von denen ihr auch ein paar mitbekommen werdet. Ja, wie ihr seht, ist hier... Oh Gott, wie viele Sebastians da dabei sind. Wie viele Sergeys. Aber die Menge an Sebastians war ja da gerade eben der Hammer. Und die Stefans, guckt euch den mal an. Stefans mit F, Stefan mit V, Steve, Stuart, Taylor, Taichi, Thiago, Theodore, Thomas, Thorsten, Thorfinn, Toni, Toni, Torben, irgendwas, Victor, White Rabbit, Wiedemann, okay, Xaver mit X. Okay, und so wie es aussieht, ist das jetzt hier auch durch. Wir haben also auch den Abspann überstanden. Tja, und damit ist das Spiel fertig, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und ich hoffe, euch auch Blackguards hat euch gut unterhalten. Und vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass ich an manchen Kämpfen einfach nur vor mich hingegimpt habe. Das gehört auch dazu, denn wie gesagt, es ist manchmal einfach nicht ersichtlich, warum man... Also was man tun soll. Und nach wie vor weiß ich jetzt überhaupt nicht... das ist auch nur so ein kleiner Wermutstropfen, wenn ich ganz ehrlich darüber nachdenke. Was... ich eigentlich bei diesen 13 namenlosen Prüfungen gerade eben tun sollte. Habe ich sie bestanden oder nicht? Anscheinend ja. Ist es egal, was ich tue? Weiß ich auch nicht. Also insgesamt im ganzen Spiel, das ist vielleicht noch ein vierter Punkt, der aber jetzt nicht katastrophal ist. Also man hat es ja trotzdem irgendwie hingekriegt. Aber manchmal wäre mir einfach lieber gewesen,
etwas genauer zu erfahren, was ich in einem Kampf überhaupt tun muss. Und manche Kämpfe waren auch einfach nur ein bisschen seltsam aufgesetzt. Also das sind einfach, wie gesagt, so vier, fünf Punkte, die man zu diesem Spiel einfach sagen muss. Geniale Story, aber das Spieldesign ist durchwachsen. Die Story rettet es. Am Ende wird sozusagen aus einer sehr guten Story und einem, ja, ausreichenden Spieldesign wird für mich dann quasi ein Spiel, wo man immer noch sagen kann, es ist gut. Es wird aber nicht sehr gut und schon gar nicht fantastisch. Also, liebe Leute, trotzdem habe ich Spaß gehabt und ich kann es trotzdem weiterempfehlen, wenn man das hier letzten Endes berücksichtigt. Auch wenn ich mich gerade eben nochmal an diese eine Quest-Debakel erinnere mit dem Tischler, der erstmal von uns ja, ins Gefängnis gebracht werden musste, damit wir ihn da rausholen. Wir bekommen die Quest zuerst, wo wir ihn rausholen müssen, bevor wir ihn ins Gefängnis gebracht haben, bevor wir ihn überhaupt jemals getroffen haben. Das ist auch so eine Sache, das ist schwer nachzuvollziehen, dass das über ein Jahr, ich glaube sogar schon über zwei Jahre, seitdem das Spiel draußen ist, noch nicht rausgepatcht worden ist. Tja, trotzdem bleibt das Spiel für mich gut. Das sind Sachen, über die kann ich persönlich hinwegsehen, andere mögen das anders sehen. Weil ich persönlich bei Rollenspielen einfach die Storyline, die macht für mich 50% oder sogar mehr des gesamten Spielspaßes aus. Alles andere ist dann für mich nebensächlich. Wie gesagt, vielleicht seht ihr das anders. Bei mir ist es definitiv so. Und deswegen bleibt das Spiel für mich nach wie vor gut. Das war das Wort zum Sonntag. Wir haben momentan nicht Sonntag, aber vielleicht schaut ihr das ja gerade eben sonntags an. So oder so bedanke ich mich jetzt nochmal fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich wieder ein anderes Projekt starte. Ich habe auch ein paar im Petto, werde aber momentan noch nicht besonders viel verraten. Und natürlich könnt ihr auch auf meine laufenden Projekte schauen. Also, macht's gut, bis dann, tschüss. Und Ade, sagt euch euer Mr. Mörb.